ja ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play von meiner Seite aus. 70 Sekunden. Ja, ich muss das mal was. Steuerung zum Flüssigkeit machen. Das ist gut. Grafik, Ton, Sprache, Lautstärke, dann Musik. Machen wir ein bisschen leiser. Ton auch. So. Ansonsten lassen wir so steuerungsmäßig alles. Und fangen mal ein neues Spiel an. Atomschutz, Apokalypse, Sammeln, Überleben. Apokalypse mache ich mal. Kleiner Junge. Erforschungszeit 20 Sekunden. Sammelzeit 60 Sekunden. Anfang. Ja, ich werde jetzt erstmal eine Challenge machen, die ich mir selbst jetzt auferlegen habe. Ich werde keine Suppe einsammeln. Ich werde keine... So, ich habe jetzt 20 Sekunden Zeit zu erforschen, wo was ist. Okay. Perfekt. Da ist das Gewehr. Oh. Spiel. Mappe. Ich bleib jetzt hier. So. Das wird die erste Challenge hier. Wie gesagt, Suppe wird nicht ein... Scheiße. Machen wir nur eine Suppe. Okay. Haben wir noch was? Die Axt muss mit. Okay, Timmy muss mit. Ja, wie nehmen wir denn? Dolores. Komm. So. Das kommt noch mit. Das Gewehr muss noch mit. Und die... Oh oh. Naja, gut. Müssen wir Timmy gleich rausschicken. Na, das wird ja nicht... Ah, wie ich sehe, haben wir schon ein bisschen Suppe hier. Oh, Das Wasser im Bunker ist knapp. Wir müssen anfangen, es zu rationieren. Wir haben total nichts, wie eine... Weil die hierher einige Sachen in den Bunker hineingeworfen haben. Weil wir draußen keinen Plan dafür. Und ordentlich das einmal. Ja, wir haben jetzt erstmal einiges gesammelt hier. Also... Okay, Tag 1. Jeder kriegt noch keine Suppe. Timmy schicken wir als erstes raus. Okay. Okay. Ja. Tag 3. Oh! Okay. Ja, Timmy müssen wir... geben wir ihm mal... Warte mal. Er soll da suchen. Und er nimmt... Erstmal nichts mit. So. Du hast unseren Sohn ohne Gasmaske rausgeschickt? Ja. Er ist ein starker Junge. Na, hoffentlich kommt er gesund wieder. So.
Timmy hat den Bunker verlassen und ist in den Ödland gegangen. Hoffentlich findet er sich zurecht. Ohne Wasser wird Dolores nicht mehr lange aushalten. Ted sieht so aus, als ob er mit einem Bein im Grab wäre. Wir müssen für ihn ein bisschen was dringend finden. So, jetzt kriegen die... Was? Oh, kein Arznei. Oh. Daran habe ich nicht gedacht. Prepper. Wir haben Tepper versucht, unsere Symptome zu ignorieren. Und ein oder zwei Stunden zu pennen. Pech gehabt. Wir sind mehr müde als vorher. Noch dazu werden wir uns bald anderen Problemen stellen müssen. Hoffentlich reicht unsere furchtbares Gehen. Okay. Es gibt keine größere Überraschung als das Klopfen an der Tür. Wer könnte das sein? Nein. Ich will... Ah, wie ich sehe, geht's ihm wieder gut. Dolores hat sich erholt. Ted beschwert sich heute nicht, zumindest nicht viel. Es gibt noch nichts. Es gibt keine größere Rückkehr als das Klopfen an der Tür des Bunkers. Wer könnte das sein? Nein, ich will nicht, dass jemand krank wird oder gleich der Bunker gestürmt wird. Holy crap! Timmy hat echt viel Suppe mitgebracht. Das und sogar ein Schloss. So. So. Jeder bekommt Suppe. Wir planen wieder. Nein. Wir wollen sicher gehen, dass die Karte nicht kaputt geht. Und wen schicken wir jetzt raus? So. Okay, wir hatten ja schon was. Dolores schicken wir raus mit der Axt. So. So. Nee, jetzt noch nicht. Wir haben ein Radio. Okay. Radio Evakuation, okay. Ah, jetzt noch nicht. So, hören wir noch mal. Nichts. Ach, zum Glück haben wir das Radio mitgenommen. Wir können Musik hören. Sie spielen immer irgendwelche Musik, nicht wahr? Timmy sollte was essen. Ja, jetzt dürfen die essen. So. Dolores ist noch nicht zurück. Stop. Oh. Professor Layton gibt sich die Ehre. Timmy hat großen Hunger. Wir schaffen es allein. Wir können schon auf uns aufpassen. Dieser Morgen war sehr ruhig für Ted, der sich gut fühlt. Ah. Keine Patronen. Tag 13. Dolores ist immer noch nicht da. Eine bewaffnete Person, die mit dem Töten ihrer Lebensunterhalt verdient. Große mutierte Spinnen in unserer Umgebung. Wir wollen damit nichts zu tun haben.
Auf Wiedersehen. Jo. Aber jetzt noch nicht. Auch nicht schlecht. Komisch, Dolores ist immer noch nicht zurück. Ist sie abgehauen? Ach, armer Jimmy. Kriegst ja gleich wieder was. Wir haben Stadtland Fluss gespielt. 3 Minuten hat es uns riesig Spaß gemacht. Danach haben wir aber aufgehört zu spielen, weil wir uns nur noch nach dem Buchstaben W gefragt haben. Wir können nicht zulassen, dass Timmy länger durstig ist. Ted kann ohne Wasser nicht lange auskommen. Ah, okay. Kriegen Sie wieder was. Jo, höchste Zeit. Oh! Also Suppe. Dolores sieht aber gut aus. Wir haben uns ja gefragt, verletzt aus Ödland zurückgekehrt ist. Wir bräuchten mehr Vorräte, doch unsere Suche war diesmal erfolglos. Wir haben nichts gefunden. Wir sind aus der Expedition zurückgekommen, aber das Gleiche können wir leider nicht in unserer Angst sagen. Oh, Ted beschwert sich heute nicht. Zumindest nicht viel. Okay. Weiter geht's. Wer soll nach draußen geschickt werden? Ted. Also ein Erwachsener muss auf jeden Fall drinnen bleiben. Oh! Dolores ist tot. Huch! Dolores hat nicht Hunger, die Geburt. Essen ist jedoch angehoben, von dem man sich nur schwer trennen kann. Länger konnte sie nicht durchhalten. Wir sind ans Telefon gegangen. Okay. Oh, Ted ist verrückt geworden. Okay. Ja, wir müssen... wir nehmen das Bugspray. Am besten, hm? Okay. So, nichts Neues bei Timmy. Gibt's nichts. Er geht raus, nimmt das Gewehr mit und lässt den armen Timmy alleine. Oh, ich bin ganz alleine mit einer Leiche hier. Was mache ich jetzt? Ted ist nach draußen. Wir hoffen, dass er bald zurückkehrt. Nein, er kommt nicht wieder. Weißt du, was wir geben? So. Tag 19. Es fällt schwer, sich angesichts seiner... Komisch. Ah, weißt du was? Timmy bleibt so... Gehen wir mal die Karten weg. Okay. Okay, der kriegt jetzt noch nichts. Holy crap, welchen Shit hat er diesmal mitgebracht? Ein bisschen Wasser, ein bisschen Suppe. Und sogar das Gewehr hat er wieder mitgebracht. Ted ist es von der... Jeder... Zweimal Wasser. Oh, das ist... So... Timmy darf als nächstes raus. Nein. Sonst wird Ted krank. Und das wollen wir nicht.
Es ist ziemlich einfach. Wenn wir nicht wissen, wo etwas kommt, können wir dem nicht vertrauen. Ist ausgeschlossen. Wir nehmen Geschenke nicht an. Wir haben es draußen gelassen. Vielleicht wird es eine Kakerlake haben wollen. Eine besonders große Kakerlake, die Krawatten gelegentlich an die Zigarre an und natürlich Lederkoffer gern hat. Ted knurrt der Magen. Ah, jetzt noch nicht. Du nimmst das Gewehr mit und zur Sicherheit. So. Ted hat Hunger. Nee. Ach, weißt du was? Gehen wir ihm mal. So. So. Sie bietet... habe ich nicht. Koffer auch nicht. Nö. Warte mal, wenn wir das Schachbrett bieten, kriegen wir eine Axt. Klar. Aber wenigstens wieder eine kleine Waffe. So. Ja, jetzt darf er wieder essen. Hört ihr das? Das Geräusch von unten? Vielleicht ist die Zeit gekommen, den Geheimnis von... Nein! So, was steht da? Es ist keine gute Idee, in so einen engen und dunklen zu gehen. Besonders, weil alle... Ted wird immer seltsamer und geistesabwesend. Er hat seit heute Morgen mit großer Faszination eine Zeitung gelesen. Oder etwas, was ihm als Zeitung in diesem von der Welt abgeschnittenen Bunker gedient hat. Es war Toilettenpapier. Er schien ziemlich daran interessiert, als wollten wir ihn von der interessanten Lektüre nicht ablenken. Aber jetzt noch nicht. Bisschen Suppe. Ja! Es ist wie... Es geht ihm wieder gut. Gewehr hat er mit. Er hat eine neue Gasmaske dabei. Wie, eine neue Landkarte auch? Wasser und Suppe. Timmy hat großen Hunger. Timmy ist sehr müde. Ted ist nicht mehr verrückt. Dafür kriegen beide jetzt Suppe. Erstmal findet keine Expedition statt. Ich will wissen. So. Timmy hat großen Hunger. Ja. Aber jetzt noch nicht. Wir müssen ja. So, Expedition starten. Klar. Ja, ich lese halt nicht alles gerne durch, aber... Ab und zu mal lese ich was durch. Denn der alte Jim war immer freundlich und nett zu allen, deshalb haben wir ihm die Tür sofort geöffnet und seine Bitte erfüllt. Er hat uns zugezwinkert und gesagt, dass der erste Stein kostenlos ist, was uns natürlich sehr gefreut hat. Es ist immer gut, einen guten Stein zu besitzen, aber wir würden uns nicht entscheiden, unsere Vorräte dafür abzugeben, sogar wenn er Glück bringt, so wie der Mann gesagt hat. Timmy hat großen Hunger. Ah, noch nicht. Ah, okay, keine Expedition da draußen. So. Wir sind ein paar Tropfen. Ted hat sich geholt. Ja, jetzt kriegen sie alle wieder. Expedition draußen. Laut der heutigen Radiosendung wird die Armee nicht kommen.
Zumindest jetzt noch nicht. Anstatt die Evakuierungspläne bekannt zu geben, hat man angewiesen, in den naheliegenden Park möglichst viele Bäume zu fällen. Wir wissen nicht, ob ein wichtiger General Holz für seinen Kamin braucht oder sowas nichts, aber die Soldaten haben uns eindeutig vor die Wahl gestellt. Entweder leisten wir Hilfe oder es wird keine Evakuation stattfinden. Somit ist die... Jo. Machen wir mal. Und die Achse ist weg. So. Ja, jetzt dürfen die wieder. So, die Gasmaske kommt mit. Timmy ist wieder alleine mit der Leiche seiner Mutter. Mal sehen, was passiert. Okay, seine Schwester ist irgendwo in Nirvana abgedampft. Okay. Nimm eine Landkarte mit. Es sei denn, du willst dich in Ödland verlaufen. Okay. Okay, jetzt hat er noch nichts. Wir brauchen unbedingt ein Medikit. Timmy bevorzugt Apfelsaft, aber jetzt soll er Wasser bekommen. So. Wir haben entschieden, unsere Talente einzusetzen, das Innere des Bunkers zu dekorieren. Das Feng Shui des Bunkers ist im Moment etwas unvorteilhaft. Als wir ein paar Möbelstücke verschoben haben, haben wir eine Geheimtür entdeckt. Was ist hinter dieser Tür? Es gibt nur eine... Timmy soll das Gewehr nehmen und verhindern, dass da jemand... Ah, es hat geklappt. Und wir haben Wasser! Was ist die erste Sache, die man macht, wenn man die Tür zu einem unbekannten Platz öffnet? Man schießt. Bang, bang! Unsere Kugeln sind in die Wand gegangen und haben einen Wasserrohr zerstört. Wir konnten ein paar Flaschen mit Wasser nachfüllen, das aus den Löchern gegangen ist. Manchmal ist keine Neuigkeit die beste Möglichkeit. Nichts Neues bei Timmy. Er kriegt dafür ein Wasser. Nein. Das Buch brauchen wir. Ja. Und ich frage mich, wann Ted wiederkommt. Es stammt wieder ein... Nein! Ach, er hat wieder nichts Gutes. Aber er hat ein Damenspiel mitgebracht. Er hat die Gasmaske mitgebracht. Und, was hat er noch mitgebracht? Ein bisschen Suppe, ein bisschen Wasser und ein Damenspiel halt. So, dafür kriegen alle jetzt wieder was zu essen. So. Okay. Timmy hat Hunger. Dafür geht Timmy gleich raus. Was machen wir? Nichts geben. Wir sind doch nicht verrückt und geben ihm gerade das neu gewonnene Damenspiel wieder. Ey. So. Der Unbekannte war sichtlich enttäuscht, aber das ist nicht unsere Sorge. Spätestens in Anlehnung der Weltwunder sollte man sich den Willen, wie sehr das Leben mit Täuschungen gefüllt ist. Aha. Timmy kriegt die Gasmaske und darf
rausgeben. Last Man Standing. Ted hat Hunger, Ted sollte etwas trinken, klar. Hat er verdient. Tag 41. Okay. So. Unsere Vorräte sind knapp, unsere Stimmung schlecht, man kann die Verzweiflung im Bunker fast riechen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es eine kleine Gruppe der Überlebenden in der Gegend gibt. Hauptsächlich die Alten aus dem Altenheim. Es soll nicht schwer sein, einige Vorräte von ihnen. Klar, wir klauen die Alten. The Dark Side. Nee, das ist nicht schlecht. Wir sind hingegangen, haben bekommen, was wir brauchten und sind zurückgekehrt. Wir sind sicher, dass die Gruppe zurückkommt. Höchstwahrscheinlich. Was macht Ted so? Höchst Besonderes. Ja. Von draußen erringt er. Öffnet den Namen der Freiheit. Nein. Also Suppe kann er gut echt gut mitbringen. Die Gasmaske hat er auch. Zweimal Wasser. Oh, und sogar einen Koffer hat er dabei. Ohne Wasser überlebt Ted nicht. So. Wir können jemanden rausschicken. So, dann setzen wir mal Markierung hier hin. Dieser Morgen war sehr ruhig. Ted, der sich gut fühlt. Hm, noch nicht. Okay, keine Expedition. Oh, nicht gut, gar nicht gut. Und Tag 45. Wow! Die haben sich echt gut gehalten. Mhm. So, noch können die nicht raus. Also, unsere Geduld neigt sich langsam dem Ende zu. Und wir haben uns entschieden, einen Blick nach draußen zu werfen, um zu prüfen, ob sich etwas in der Nähe zusammenbraut. Als wir schon die Schwelle überschreiten wollten, haben plötzlich in der Dunkelheit ein paar tierische Augen. Klar, das nehmen wir. Perfekt. Keiner ist krank. Ein schneller Schuss aus dem Gewehr hat gereicht, um das Geschöpf zu verjagen. Okay. So. Wieder können wir niemanden rausschicken, um neuen Stuff zu holen. Okay. Jimmy sollte etwas essen. Ja, kriegen jetzt nochmal eine Ladung, dass sie aufgepäppelt sind. Aber viel habe ich auch nicht mehr. So, jetzt sind sie wieder aufgepäppelt. Jetzt können sie wieder. So. Hm. Oh oh, Timmy ist krank. Okay. Warte mal. Und so. Der Koffer und das Gewehr. Und los geht's. Armer Timmy. Ganz allein in der Hütte. Aber er kriegt zur Sicherheit
was zu essen und zu trinken. So. Das ist nicht gut. Zur Sicherheit noch mehr. Jo. Ah. Verdammt. Wir haben nicht mehr viel Wasser. Wie viel Wasser haben wir jetzt noch? 1,75. Oh. Wenn Ted nicht was findet, dann... Oh, oh, Timmy wird verrückt. So. One-Way-Ticket. Es fällt schwer, sich angesichts einer solchen Situation keine Sorgen zu machen. Oh, wir haben 54 Tage überlebt. Wow! Und das für das erste Mal gleich so weit zu kommen, das ist nicht schlecht. Also, wenn ihr eine Challenge für mich habt, schreibt es in die Kommentare und ich werde mir immer eine Challenge rauspicken. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge von 60 Seconds.